Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Heute mit dem Tasty Bakery Adventskalender von Spice Bar für 39,90 Euro. Ich lese euch einmal vor, was dort steht. Der Must-Have-Kalender für alle Backbegeisterten. 24 Türchen mit 7 Dosen und 17 Tütchen rund ums Backen und Naschen. Beinhaltet Gewürzschätze und besondere Backzutaten, die in keiner Weihnachtsbäckerei fehlen dürfen. 23 Rezeptkärtchen passend zu den Gewürzen plus Rezepte-Sammler inklusive neuer, teilweise unveröffentlichter Gewürzschätze. Wir machen das gleich so. Wir packen Türchen 1 bis Türchen 24 gemeinsam aus. Ich bewerte den Inhalt nach Haufen, dober Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Zeige euch am Ende des Videos nochmal den gesamten Inhalt und sage euch, ob ich finde, dass er sich lohnt oder nicht. Einmal zur Transparenz, Digis. Das ist jetzt kein bezahltes Video oder eine bezahlte Kooperation, aber mir wurde der Kalender zur Verfügung gestellt für dieses Video, weil ich mit Spice Bar seit letztem Jahr, ich habe sie letztes Jahr durch meine Kalender kennengelernt, immer mal wieder zusammenarbeite. Ich werde euch einen Rabattcode in die Infobox packen. Wenn ihr dort was kauft, bekommt ihr eins meiner Lieblingsgewürze, das Crunchy Brot Topping, gratis zu eurer Bestellung dazu. Selbst wenn ihr es nicht braucht, Digga, gebt den Code ein, weil dann wissen sie, ihr kommt von mir. Das ist eine ziemlich coole Sache, aber ich finde es einfach wichtig, trotzdem im Video zu sagen, auch wenn es keine bezahlte Kooperation ist, wenn ich was zur Verfügung gestellt bekommen habe fürs Video. 39,90 Euro geteilt durch 24 Türchen bedeutet 1,66 Euro ungefähr pro Türchen. Falls ich eins der Gewürze kenne, erzähle ich euch natürlich meine Erfahrung damit. Macht euch keinen Kopf. Ich bin nicht so eine Backmaus, aber eine Naschmaus bin ich schon. Deswegen bin ich sehr gespannt, vor allem auf die Gewürze, die noch nicht bekannt sind, weil ich habe 3/4 meiner ganzen Gewürze gegen Sachen von Spice Bar ausgetauscht. Und wenn da drinnen welche sind, die ich noch nicht kenne, ist das für mich besonders aufregend. Deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht lang schnacken, lasst uns anfangen mit dem Auspacken und wir beginnen mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist eine Originalgröße. Das gefällt mir schon mal ganz gut, weil es ist ja eine Mischung aus Originalgrößen und so kleinen Tütchen. Falls ihr meine Videos kennt, wisst ihr vielleicht, dass mir persönlich Türchen 1, 6 und 24 immer am wichtigsten sind. Das ist diese Rezeptkartenpackung. Die habe ich auch in anderen Spice Bar Kalendern gehabt. Und Türchen Nummer 1 sind kandierte Hanfsamen zum Snacken und Toppen. Also, es ist bei einem Gewürze-Adventskalender natürlich ein bisschen schwierig für mich, als wie bei einem komplett durchgemischten Beauty-Kalender. Deswegen gehe ich hier viel nach meinem Geschmack und gucke jetzt nicht so wie bei anderen Kalendern vielleicht, was würden die meisten in meinem Umfeld sagen oder sonstiges. Kandierte Hanfsamen wäre für mich persönlich etwas, was ich auf die Mitte tun würde. Ist jetzt kein schlechtes Produkt, aber auch kein gutes Produkt, aber ich kenne es nicht. Hanfsamen klingt für mich, kenne ich halt gar nicht, nicht lecker. Aber sie sagen zum Snacken und Toppen. Deswegen probiere es einfach mal und dann entscheidet der Geschmack. Das ist oft so bei Spice Bar Gewürzen, dass sie sich erst im Mund entfalten. Ja, ist so ein bisschen crispy, ist eine schöne Süße, eine angenehme Süße, nicht künstlich und komisch. Oh, ich kann euch nicht erklären, was das für ein Geschmack ist. Also, oh, es erinnert mich an sowas Crunchiges, also haut mich jetzt nicht um. Also kann ich mir gut auf so einem Oatmeal oder Haferflocken vorstellen. Wäre jetzt aber für mich persönlich nicht, also ist okay, aber ist jetzt nicht, oh, heftig, weißt du? Und ich hatte bei Spice Bar schon Gewürze, wo ich dachte, oh, heftig. Kommt für mich auf die Mitte. Hat was Knuspriges, Süßes, ist okay, aber für mich persönlich jetzt nichts, was ich haben muss oder mir kaufen würde. Türchen 2. Türchen 2 ist ein Stollengewürz mit 6 Gramm Orange, Zitrone, Tonkabohne, Ingwer, Kamont, Vanille, Stollen. Okay, man muss halt auch bei meinen Bewertungen bedenken, ich bin keine Backmaus. Stollengewürz. Kommt für mich auch auf die Mitte. Wenn ihr etwas ganz anders als ich bewerten würdet, schreibt es mir gerne in die Kommentare, weil das ist jetzt wirklich sehr, sehr viel Geschmack. Türchen 3. Türchen 3 ist Kokosblütenzucker. Das kommt für mich definitiv auf einen guten Haufen. Das kenne ich auch schon von Spice Bar. Das habe ich mir auch schon 2-3 Mal dort nachgeholt, weil das ist ein sehr, sehr leckeres. Zum Süßen ist das einfach hammergeil und ist nicht so künstlich komisch süß, sondern einfach super nice. So, du kannst vielseitig damit süßen. Das sind 100 Gramm. Kenne ich halt auch schon. Ist für mich ein gutes Produkt. Guter Haufen. Türchen 4. Türchen 4 sind 6 Gramm sündhaftes Topping. Oh, das kommt auf den guten Haufen. Das ist ein richtig krasses Zeug, Digis. Kandierte Kakaonips, Kokosblütenzucker, Johannisbeere, Kirsche, Chili. Das habe ich mir geholt bei denen. Und egal, was du isst, du isst so einen langweiligen Joghurt mit so TK-Obst auch noch drin. Ich bin ein bisschen auf dem Abnehmtrip, weißt du? Ich habe 7 Kilo abgenommen, falls ihr es nicht gesehen habt.
Du packst dieses sündhafte Topping drauf und es schmeckt einfach super geil. Nicht so wie bei manchen Zuckerersatzstoffe komisch ill, sondern einfach geil. Du hast was Knuspriges, du hast was Süßes. Das ist für mich so ein absolutes Must-Have zum Raufpacken von Sachen, so die süß sind. Überbackene Äpfel, Joghurt, Haferflocken, Obstteller. Also damit kannst du alles richtig krass pimpen. Deswegen definitiv guter Haufen. Bruder, wieso habt ihr gerade von dem heftigsten eine kleine Größe reingepackt, aber dafür die Hanfsamen groß? Türchen 5. Türchen 5 ist Salted Caramel. Pures Glück in süß-salzig. 10 Gramm ist für mich auch ein gutes Produkt. Kenne ich auch von Spice Bar. Benutze ich auch häufig. Mache ich auch gerne mal auf mein Latte Macchiato mit Kokosblütenzucker nochmal. Feiere ich übertrieben. Ist auch sehr nice. Türchen 6, der Nikolaus. Sehr geil. Türchen 6 ist auch eine Originalgröße. 3 Minuten Tassenkuchen. Backmischung ohne glutenhaltige Zutaten. 105 Gramm. Sehr geil. Sehr schönes Türchen Nummer 6. Kommt für mich auf einen guten Haufen, weil Tassenkuchen kann man sich immer mal gönnen. Türchen 7. Türchen 7, Tonkabohnen betörende Aromen. 4 Gramm, kommt für mich auf einen guten Haufen. Kannte ich vor Spice Bar nicht. Habe ich dann mal ausprobiert, kannst du richtig geil Sachen mit süßen. Ich habe mal in einem Video einfach reingebissen, das war richtig fail. Aber du kannst sie halt so, wenn du nicht einfach reinbeißt, sondern anderweitig nutzt, richtig schön benutzen für verschiedenste Süßspeisen. Deswegen für mich ein gutes Türchen. Türchen 8. Türchen 8, Brotgewürz. Gewürzmischung für Brotteig, 6 Gramm. Kommt für mich auf die Mitte. Ich würde gerne selber Brot backen. Aber irgendwie mache ich es nie und ich kenne andere, die es selber machen und das ist so lecker und ich liebe Brot über alles. Als Kind habe ich Brot mehr gemocht als Süßigkeiten. Kommt für mich aber auf die Mitte. Ja, weil ich bin halt nicht so eine Backfee. Bedenkt das bei meinem Äuchchen. Ach so, falls ihr komische Geräusche und Stimmen und sowas hört, wundert euch nicht. Mein Mann baut gerade in einem Online-Shop-Lager Sachen auf. Online-Shop www.elanhelo.de. Jetzt schreibe ich kurz Werbung hier hin, weil ich mache Werbung für meinen eigenen Online-Shop. Muss ich ab und zu mal machen, Digga. So, ich versuche da was aufzubauen. Checkt es gerne ab. Ist cool. Türchen 9. Türchen 9 sind Gewürznelken. 4 Gramm, kommt für mich auf die Mitte. Kann ich euch ehrlicherweise gerade nicht zu sagen. Kann ich nicht viel mit anfangen. Also ist für mich auch ein bisschen Neuland. Türchen 10. Türchen 10 ist in Originalgröße Chocoloco, das Plätzchenwunder. Das habe ich letztens in dem Original-Adventskalender mit allen Originalgrößen von Spice Bar gehabt. Habe es probiert. Sehr, sehr geil. Kannst du auf Desserts packen, Porridge oder wenn du Schokolade machst und. Sehr, sehr geiles Produkt. Kannst Kekse damit machen, Joghurt. Das ist so ein richtig geiles Schokoladenpulver. Das kommt für mich definitiv auf den guten Haufen. Türchen 11. Mit wie viel Freude und Elan ich hier den Kalender auspacke, weil es ums Essen geht, weißt du? Türchen 11 ist geräucherter Zucker. Rohrzucker trifft Rauch. Ich probiere mal Digis, weil eigentlich, ich sag euch ehrlich, ich mag so rauchige Sachen nicht. Also in keine Richtung halt, ne? Jetzt ist er da oben am Hämmern, hört ihr das? Na, das riecht schon so, als würde ich es nicht mögen. Nein, nein, Nee. Man muss... Aber hat eine interessante Richtung, aber ich kann diesen Rauchgeschmack nicht ab. Interessant, die mischen echt interessante Sachen, aber Rauch ist für mich immer... Es gibt kein Gewürz, was ich in die rauchige Richtung mag, glaube ich, weißt du? Deswegen... Nee, Digga, das kommt für mich sogar auf einen schlechten Haufen, weil... Ja, aber es hat eine spannende Richtung. Sobald der Rauchgeschmack vorbei ist, ist es eine ganz spezielle Süße. Okay, wir packen ihn in die Mitte mit Richtung schlecht. Diese Gefühlswallung in mir. Türchen 12, Halbzeit. Türchen 12 ist ein Weihnachtsgewürz für Lebkuchen mit 5 Gramm. Lebkuchen mag ich gerne, damit kann ich auch als Backlegastheniker was anfangen. Deswegen guter Haufen. Türchen 13. Türchen 13 ist Sweet Dreams Are Made by Spice Bar. Rohrzucker, Mango, Kokosblüten, Zucker, Zimt. Keine Ahnung, Digga, kenne ich nicht. Lass einfach probieren. No risk, no fun. Krass. Digga, Gänsehaut. 8 Gramm sind das. Das ist so, Digga, ich sag euch ehrlich, ich habe von all meinen Gewürzen, ich habe 3/4 aussortiert, habe ich euch auf Instagram gezeigt und gegen Spice Bar ausgetauscht. Die haben so krasse Mischungen, die sich richtig heftig auf der Zunge entfalten. Das hier ist Rohrzucker, Mango, Kokosblütenzucker, Zimt, Erdbeere. Johannisbeere, erst schmeckt es ein bisschen süß, dann ein bisschen so sauer, aber nicht eklig sauer, sondern geil sauer und dann so ein bisschen schokoladig, ganz krass. Sweet Dreams Are Made by Spice Bar, Digga, das ist ein Zauberpulver, das werde ich direkt nach dem Video gucken, ob die das in Originalgröße haben. Guter Haufen, auf jeden Fall. Bruder, ich habe Gänsehaut von Kopf bis Fuß, also guter Haufen.
Türchen 14. Türchen 14 ist Orangenpulver, fruchtig und herb, 7 Gramm, kommt für mich auf einen guten Haufen. Durch Spicebar habe ich beim Kochen gemerkt, dass du mit fruchtigen Sachen auch Fleisch und so Salatdressings richtig geil machen kannst. Orangenpulver habe ich sogar Verwendung für, obwohl ich jetzt nicht in diesem Backgame und Öl so drinne bin. Deswegen guter Haufen, Türchen 15. Türchen 15, Pumpkin Spice, der Alleskönner für Kürbis, kommt mit 5 Gramm, kommt für mich auf die Mitte. Ich würde gerne mehr Kürbis zubereiten, aber irgendwie mache ich es nicht. Keine Ahnung, wenn andere das machen, schmeckt es geil. Ich kann damit nichts anfangen. Türchen 16. Türchen 16, Zitronenschale, hoch aromatisch, luftgetrocknet, 7 Gramm. Kommt für mich auf einen guten Haufen, benutze ich oft von Spicebar, wenn ich so Zitronen reibe. Die Schale für irgendwas benutze ich auch oft nochmal das von denen. Kannst du auch so beim herzhaften Kochen verwenden. Deswegen für mich guter Haufen. Türchen 17. Türchen 17 ist in einer Originalgröße Vanillezucker mit 150 Gramm. Sehr geil, kenne ich von Spicebar. Habe ich, glaube ich, jetzt zum zweiten Mal mir geholt. Kannst du so viele Sachen mit süßen, schmeckt einfach clean. Deren Gewürze sind einfach so clean. Du hast nichts, wo du denkst, Nein. Sehr, sehr geiles Gewürz, benutze ich auch vielseitig. Manchmal, wenn ich mir so Porridge mache und Overnight Oats, mache ich das drauf. Sehr, sehr geil. Und manchmal mit Joghurt. Mit so, wenn ich so TK-Obst oder so oder Bananen schneide, in Joghurt drin. Türchen 18. Türchen 18, Winterzaubergewürz für Spekulatius, Lebkuchen etc. 5 Gramm Zimt, Orange, Anis, Zitronenschale. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Spekulatius, Lebkuchen, Kekse sind Sachen, die ich mag. Da kann ich mir das gut vorstellen. Türchen 19. Türchen 19 ist Ceylon Zimt aus Madagaskar. 4 Gramm, fein gemahlen. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Zimt ist etwas, was ich auch häufig bei mir im Alltag benutze. Türchen 20. Kakaonips in Originalgröße. Super Schokofood, 85 Gramm. Ist für mich auch ein gutes Produkt, passt sehr gut in den Kalender, passt für mich auch sehr gut als Originalgröße. Deswegen guter Haufen, kannst auch sehr geil deinen Kram damit süßen. In diesem heftigen, sündhaftes Topping, da hast du auch diese Kakaonips drin, deswegen feiere ich sehr. Türchen 21. Türchen 21, Bratapfelzauber, besser als von Oma, 10 Gramm, kommt für mich auf einen guten Haufen, weil du kannst nicht nur bei Bratapfel benutzen, sondern auch bei Pfannkuchen und solchen Geschichten. Plus, sogar ich mache manchmal Desserts mit Bratapfel. Türchen 22. Türchen 22, Kardamom, gemahlen, 4 Gramm. Kann ich nichts mit anfangen, weil ich sehe das bei manchen der Gewürzmischungen, die ich geil finde, aber keine Ahnung, wie das einzeln schmeckt. Türchen 23 und damit das vorletzte Türchen. Mann, diese Essenskalender machen mir immer am meisten Spaß. Türchen 23 ist Orange, Karamell, 13 Gramm. Kenne ich auch von Spicebar, mag ich auch sehr gerne. Kannst du auch vielseitig benutzen zum Backen, zum Süßen und sonstiges. 13 Gramm, auch geile Größe, guter Haufen. Jetzt kommt Türchen 24 und damit das letzte Türchen. Oh, eine Originalgröße. Okay, Gott sei Dank. Türchen 24 ist ein Porridge-Topping für drunter und drüber. Kenne ich gar nicht. Orange, Kakaonips, Kirsche, Kardamom, Tonkabohnen. Porridge mag ich gerne, kann ich empfehlen. Ist für mich ein gutes Produkt, kommt für mich auf einen guten Haufen. Ja, und ich zeige euch jetzt meine Haufenverteilung und dann reden wir nochmal über den Kalender. Hier seht ihr nochmal den kompletten Inhalt. Wir haben 17 Produkte auf dem guten Haufen, 7 auf der Mitte. Und ich muss sagen, mir gefällt der Kalender sehr, sehr gut. Ich finde es wahnsinnig schwierig, für unter 50 Euro einen guten Kalender zu finden. Hier habe ich von 7 Originalgrößen 6 Stück, die mir gefallen, obwohl ich gar nicht so im Bereich Backen und sowas tätig bin. Was mir besonders gut gefällt, ist die vielseitige Mischung, weil du kannst die meisten von den Gewürzen vielseitig verwenden. Nicht nur zum Backen oder sonstiges, sondern auch für Porridge, zum Süßen und all so ein Kram. Beim mittleren Haufen haben wir halt einfach so Sachen, keine Ahnung, Digga, Kardamom, was das ist. Oder hier so Gewürznelken, kein Plan, ist nicht so mein Gebiet. Oder so Sachen für Kürbiskram und so, weißt du, wie ich meine. Aber ich finde, es ist ein sehr schöner Kalender, der mir sehr gut gefällt von der Verteilung. Gerade weil du die Sachen vielseitig zum Süßen verwenden kannst. Für mich hat er seinen Zweck erfüllt, deswegen kann ich ihn definitiv empfehlen. Ja, Digis, also ich muss sagen, für 39,90 Euro ist das für mich echt ein cooler Kalender zum Rumprobieren. Selbst in Anbetracht dessen, dass ich nicht so eine Backfee bin, fand ich, waren da viele geile Sachen drin, die du vielseitig benutzen kannst und nicht nur für die eine Sache, zum Beispiel Schokokeksgewürz, nur für Schokokeks oder so. Was ich mir gewünscht hätte, was mein Traum gewesen wäre, wenn halt dieses sündhafte Topping nochmal in Originalgröße da drin gewesen wäre, weil das ist das heftigste Topping für süße Sachen, was ich je gegessen habe. So, Bruder, was los mit euch? Aber wenn ich gucke, 2, 4, 6, 7 Originalgrößen. Davon sind 6 für mich so wirklich gute Allrounder. Außer die Hanfsamen, da habe ich jetzt nicht so Bezug zu. Und die waren ja nicht kacke, sondern waren okay. Ist das für mich eine geile Sache, auch für den Preis, muss ich sagen. Diese
Originalgrößen kosten meistens zwischen 4 bis 5, 7 Euro, irgendwie so. Du hast halt schöne kleine Größen, um zu gucken, was holst du dir vielleicht in groß. Du hast nochmal diese spezielle backsüße Richtung. Gefällt mir persönlich sehr gut, muss ich sagen. Vielleicht auch, weil ich halt schon viele von deren Gewürzen kenne. Ist für mich auf jeden Fall ein geiler Kalender, gerade in diese Richtung, gerade für den Preis. Also es ist schwer, sag ich euch ehrlich, heutzutage gute Kalender unter 50 Euro zu finden, so, weißt du. Das ist jetzt mein persönlicher Erfahrungswert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Falls ihr ihn kauft, denkt an meinen Code in der Infobox. Selbst wenn ihr das Topping nicht braucht, könnt ihr es verschenken. Aber die Firma sieht zu, ihr kommt von mir. Das ist für zukünftige Zusammenarbeiten immer ganz cool. Plus, falls ihr ihn gekauft habt, schreibt mir gerne, wie ihr es fandet. Und wenn eure Haufen ganz anders verteilt sind, schreibt mir das auch gerne. Weil ich lese immer eure Kommentare und mag das gerne und lerne auch dadurch dazu. Und ja, das war's dann auch. In diesem Sinne bin ich sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.